Servus Leute, willkommen zu einem neuen Projekt, beziehungsweise ein kleiner Vorgeschmack auf ein Projekt, wenn ihr es denn so möchtet. Pokémon Mystery Dungeon, ist das jetzt noch schnell Erkundungsteam Himmel oder so? Es ist das einzige Pokémon Mystery Dungeon, das ich gehört habe und vom Namen her noch wusste. Alle anderen habe ich vergessen. Und ich habe noch nie in meinem Leben ein Mystery Dungeon Spiel von Pokémon gespielt. Noch nie. Ich habe nicht mal reingeguckt, ich weiß nicht, worum es da geht. Ja, wir sollten Start drücken. Okay, ich sollte mal etwas erklären, nämlich, was weiß ich über Pokémon Mystery Dungeon? Man kann ein Pokémon spielen und dieses Pokémon wird aufgrund eines Persönlichkeitstests ausgewählt. Ja, das ist schon all mein komplettes Wissen über Pokémon Mystery Dungeon. Cool, nicht wahr? Ich habe keine Ahnung, wie lang das Spiel geht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier zu tun habe. Ich weiß nix. Und ja, ich weiß nicht, ob... Ja gut, das ist ein DS-Spiel, also nehme ich zumindest mal an, dass es davon Vorgänger gibt, aber keine Ahnung, wie die heißen, keine Ahnung, wie die sich spielen, was weiß ich. Ich versuche es einfach mal. Wie ich das dann aufnehme, das weiß ich noch nicht, weil ich habe zumindest noch... sind die Projekte nicht fertig hochgeladen, wie ich geplant habe. Aber bald mal, denn von Ape brauche ich jetzt, glaube ich, nur mehr zwei Parts. Von Resident Evil brauche ich noch drei Parts. Ja gut, eigentlich ist es blöd, jetzt direkt so ein Projekt zu starten, weil könnte natürlich sein, dass das Spiel immens lang ist und ich habe null Plan davon, keine Ahnung. Naja, egal. Schauen wir mal, wie ich hier zurechtkomme. Anderes. Ich habe jetzt Andreas gelesen. Ein zwei Einstellungen gespeichert, Spieldaten. Einen Demo-Dungeon senden und andere. Hä? Nee, kein Bock. Nö. Egal, fangen wir einfach mal an. Wird schon schief gehen. Ich werde übrigens bei diesem Persönlichkeitstest, so Test oder wie das heißt, wahrheitsgemäß antworten. Ich weiß noch nicht, wie ich die Bildschirmaufteilung machen werde, weil ich zocke das ja über Emulator, nicht über Capture Card. Ich habe leider keine Capture Card. Und deswegen ja, kann ich die Bildschirmpositionen zwar trennen, aber ich muss gucken, wie ich das dann aufbauen werde. Schauen wir mal. Wird wahrscheinlich sowieso wieder bearbeitungstechnisch ziemlich blöde werden, aber egal. Willkommen! Dies ist das Portal, das zu der von Pokémon bewohnten Welt führt. Jenseits dieses Tores warten neue Abenteuer und Erfahrungen auf dich. Bevor du ins Abenteuer aufbrichst, musst du einige Fragen beantworten. Beantworte sie aufrichtig. Nun, bist du bereit? Ja. Dann lass uns mit dem Fragespiel beginnen. Also ich werde alles wahrheitsgemäß antworten. Hast du Erkundungsteam Zeit bzw. Erkundungsteam Dunkelheit gespielt? Nein, das hier ist mein allererster Kontakt mit Pokémon Mystery Dungeon und wie ihr im Titel lesen könnt, ist es auch blind. Also, glaubst du, dass es wichtig ist, immer danach zu streben, der Beste zu sein? Nee, weil es gibt immer jemanden, der besser ist. Man kann nicht der Beste sein. Denn es gibt immer einen, der dich überbieten kann, egal was du machst. Es gibt immer einen, der besser ist. So ist das nun mal. Und dagegen kann man nichts machen. Du hattest schon viel zu viel vom guten Essen, als ein fantastisches Dessert aufgetragen wird. Was machst du? Weiter ist uns doch egal, nehme es ab, denn das jetzt dann. Ich liebe Desserts.
Kommt darauf an, was es zu essen gab und kommt darauf an, welches Dessert es gibt. Bei Bananensplit würde ich sagen, oh geil, Bananensplit geht immer. Aber jegliche andere Desserts würde ich ablehnen, weil ich relativ selten ein Dessert esse. Oder zumindest nach dem Essen esse ich relativ selten ein Dessert. Vielleicht später dann, wenn ein bisschen was verdaut ist, so ein Kuchen oder so. Ja, das ist ganz gut, so ein Marmorkuchen. Ah, geil. Aber so, wenn es nicht gerade zufälligerweise ein Bananensplit ist, dann nee, lehne ich es ab. Du träumst vor dich hin. Plötzlich bespritzt dich ein Freund mit Wasser. Was tust du? Ich flippe aus, ich ertraue. Juhu, Wasserschlacht. Ich flippe aus, total. Also, das hat mal jemand gemacht, weil ich bin ja Langschläfer. Und ich habe mal gepennt, so, ja, man schläft eben. Und dann hat mir jemand ein Glas Wasser ins Gesicht geschüttet, während ich gepennt habe. Ich bin vollkommen ausgerastet. So richtig. Glaubst du, dass deine Lehrmethoden gut sind? Deine Lehrmethoden? Hä? Glaubst du, dass deine Lehrmethoden gut sind? Wie meine Lehrmethoden? Meinst du, dass ich jemand anders was beibringe oder wie? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Im Sport verliere ich nie. Haha, Sport ist gerade das, wo ich verliere. Geil. Was für eine Frage. Was soll ich darauf antworten? Nein. Weiß ich nicht. Hast du dich jemals einer Person neu vorgestellt, die du eigentlich schon kanntest? Nein, habe ich nicht. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass du das Wort. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du das Wort an dich reißt? Achso, das meint da. Nee, das mache ich eigentlich nicht, glaube ich. Weil ich bin so gesehen sehr ein ruhiger Mensch. Du blickst ein großes, komfortables Bett. Was ist deine erste Reaktion? Draufspringen, Bauchklatscher, einrollen. Klatscher? Draufspringen mache ich nicht. Das mache ich schon seit Jahren nicht mehr, auf dem Bett rumspringen. Bauchklatscher? Nee, aber was ist mit einrollen gedacht? So wie ein Hund? Würde ich das nehmen, weil manchmal schlafe ich ja auch so. Aber nur manchmal, wenn ich Lust darauf habe. Du wurdest um die Erledigung einer schwierigen Aufgabe gebeten. Was machst du? Ich erledige es selbst, jemanden um Hilfe bitten, jemand anders beauftragen. Es kommt immer darauf an, welche Aufgabe. Aber bevor ich irgendwelche Fehler mache, bitte ich jemanden um Hilfe. Bist du männlich oder weiblich? Ich bin männlich. Nun wird deine Aura analysiert. Aha, deine Aura ist die Energie, die du ausstrahlst. Entspann dich, ja. Drücke eine Fingerspitze und sanft auf das Band. Oh, da muss ich mit der Maus, weil anders geht's nicht. Du hattest den Finger noch etwas länger auf dem. Okay, du hättest den Finger noch etwas länger auf dem Touchscreen lassen sollen. Das ist ein Mausklick. Ja, danke. Drück den Finger, ja, danke. Genau so, nicht bewegen. Tief einatmen und jetzt ausatmen. Danke. So, deine Aura konnte identifiziert werden. Nein, das war zu schnell. Deine Aura ist. Ja. Ein klares Aquablau. Danke für die Beantwortung dieser Fragen. Du bist eher der ruhige Typ, ja? Du bist sehr mitfühlend und rücksichtsvoll und stellst das Wohl deiner Freunde über dein eigenes. Du hast die Großherzigkeit zu lachen, zu vergeben und zu vergessen, wenn deine Freunde Fehler machen. Pass aber auf, dass du nicht durch dein Mitgefühl nicht selbst übervorteilst und zu weit hinter allen anderen zurückfällst. Also zu weit hinter allen anderen zurückfällst, das hat er gesagt. Also ein ruhiger Typ wie du
mit einem Indivie. Ein Indivie. Okay, ich meine, bin ich ein Pflanzen-Pokémon? Das ist ja was. Weil mein Lieblings-Pokémon ist Bisasam. Indivie, genau. Indivie. Aber Indivie finde ich eigentlich auch ganz niedlich. Zwar ist mir ein weibliches Indivie lieber, aber naja. Gut, wir sind ein Indivie. Zu guter Letzt, wer wird dein Partner sein? Wird das Pokémon, das du als Partner möchtest? Shiggy? Pikachu? Pikachu auf jeden Fall nicht. Feuerregel? Kanimani? Flemmi? Hydropi? Da gibt's noch mehr. Woolpix? Boah, geil. Okay, wir haben Shiggy, Pikachu, Feuerregel, Kanimani, Flemmi, Hydropi. Hoppla. Bandflamm, Plinfer. Evoli haben wir auch, geil. Shinux, Riolu, Funpi, Vulpix, Eneko, Mauzi, Mamfaxo und Glumanda. Ich weiß gar nicht, ob die sich hier entwickeln können. Weil ich weiß, dass Mystery Dungeon ein etwas anderes Spiel ist als die normalen Pokémon-Spiele. Gibt's hier kein Bisasam? Kein Gengarbor? Kein. Kein Chillast? Ach so, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass, weil ich ein Pflanzen-Pokémon bin, kann ich kein Pflanzen-Pokémon mehr als Partner haben. Das ist aber schade. Gibt kein lecker Bisasam für mich. Okay, Evoli oder Vulpix? Das würde mich schon so reizen. Evoli, Vulpix. Evoli, Vulpix. Was nehme ich? Ich nehme. Naja, wenn ich jetzt wüsste, ob die sich entwickeln würden, weil dann würde ich Evoli zu Blitzer machen und Blitzer wäre schon ziemlich geil. Also ein Bulnona wäre auch nicht zu verachten. Ja, die ganzen anderen, die kann man in die Tonne treten. Höchstens Riolu noch, aber nee. Evoli Vulpix. Ich nehme Vulpix. Ja, Vulpix. Wie soll dein Partner heißen? Ja, Vulpix, wie sonst? Ist der Name Vulpix okay? Ja. Okay, so sei es. Ihr seid startbereit. Ab in die Welt der Pokémon. Seid stark, bleibt smart und seid siegreich. Bleibt smart. Was ist denn das für ein Spruch? Kapitel 1. Ein Sturm auf See. Boah. Bist du in Ordnung? Nein? Nicht aufgeben. Nur noch ein bisschen. Komm schon, halte durch. Nein. Kein Sand, dass das ein RPG ist? Ja, habe ich einen Glücksgriff gezogen. Ich bin so schlecht in RPGs. Wirklich. Ich bin so haushoch der Loser in RPGs. Aber naja, egal. Hauptsache es macht Spaß. Ich kann nicht mehr. Punkt. Punkt. Wo bin ich? Ich bin ein Indivie. Ich kann nicht. Bin ich überhaupt männlich oder weiblich?
Ja, ich habe angegeben, dass ich männlich bin. Okay, bin männliches Individuum. So müde. Und Vulpix ist weiblich, das muss ich nicht mehr merken. Wenn sich Indivi, also Indivi und Vulpix paaren, ich frage mich, was dann rauskommt. Vulpix! Ach, ist das süß! Nein! Ich will nicht länger zur Untätigkeit verdammt sein. Es ist soweit. Heute nehme ich meinen Mut zusammen. So, es ist soweit. Pokémon. Pokémon entdeckt, Pokémon entdeckt. Wessen Fußabdruck, wessen Fußabdruck? Der Fußabdruck ist von Vulpix. Der Fußabdruck ist von Vulpix. Ah! Bin ich erschrocken? Puh. Punkt. Oh, wie es guckt, wie süß. Ich traue mich einfach nicht. Ich habe mir fest vorgenommen, es heute zu tun, aber. Ein Stein. Ich dachte, es würde mir helfen, meinen Schatz mitzunehmen. Ich kann einfach nichts tun. Ich kann es einfach nicht tun. Und ich bin gerade im Überlegen, welchen Bildschirm soll ich Ihnen jetzt größer anzeigen? Den unteren, weil die ganzen Texte kommen, oder den oberen? Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass einer der beiden Bildschirme links groß angezeigt wird und der andere rechts klein. Also wahrscheinlich rechts oben oder rechts unten. Je nachdem, schauen wir mal. Wahrscheinlich rechts oben. Aber ich glaube, ich werde den unteren Bildschirm nehmen, weil da kommen ja so viele Texte. Also wäre es dumm, wenn ich es nicht machen würde. Ich bin ein solcher Feigling. Das ist ja so entmutigend. Hier, Feuerstein, Vulnona. Ja, alles niederwalzen mit Dürre und Feuersturm. Vulpix. Zubat und Smogon. Zubat. Hast du das mitbekommen? Seid ihr jetzt so eine Art Team Rocket oder so? Darauf kannst du wetten, Smogon. Dieser kleine Schlaffe, der sich hier umgedrückt hat, der hat etwas Interessantes dabei, wie. Ganz genau! Sieht aus wie eine Art Schatz. Gehen wir hinterher. Na klar! Keine Ahnung, wie lange ich den Part machen werde. Krabbis, sie sitzen Blubbein. Achtung, Vulpix, das ist sehr effektiv auf dich. Wow, was für eine herrliche Aussicht. Und die Augen, oh, Juwel. Sieht schon nice aus. Wenn das Wetter schön ist, kommt die Krabi bei Sonnenuntergang raus und pusten Blasen in die Luft. Warum sie es auch immer machen, aber egal. Wie sich die Sonnenstrahlen in all diesen Blasen spiegeln. Es ist immer wunderschön. Tja, wenn es nicht sehr effektiv auf dich wäre. Punkt. Ach so, es ist sehr effektiv auf mich, verdammt. Hier komme ich immer her, wenn ich deprimiert bin. Immer wenn ich hier bin, fühle ich mich wieder gut. Dieser Ort ist Balsam für meine Seele. Hey, was ist das? Was ist denn das da drüben? Da ist jemand in Sand zusammengebrochen. Was ist passiert? Alles okay? Du bist wach? Zum Glück. Wo bin ich? Es
klingt irgendwie überhaupt nicht für, wie eine Stimme für einen Indivi, aber egal. Du lagst ganz regungslos da. Ich hatte wirklich Angst um dich. Hast du eine Ahnung, wie du hier ohnmächtig geworden bist? Ich war ohnmächtig. Was ist passiert? Ich bin jedenfalls Vulpix. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Und wer bist du? Ich glaube nicht, dass ich dich schon mal gesehen habe. Ich bin ein stinknormales Indivier, wie 150 andere auf dieser Welt. Wie? Du bist ein Mensch? Okay, ich bin kein Indivier. Du siehst für mich wie ein ganz normales Indivier aus. Oh nein! Ich habe ein Blatt auf dem Kopf! Nein! Es ist wahr! Ich bin wirklich eine Diva geworden. Scheiße, wäre ich doch bloß ein Darkrai geworden. Dann wäre ich overpowered. Dann wäre ich overpowered. Naja, ein Megarek quasi ist overpowered, also. Darkrai auch, naja, egal. Aber wie ist das geschehen? Was ist geschehen? Ich kann mich nicht an nichts erinnern. Du bist etwas merkwürdig. Soll das irgendein Streich sein? Du hast die Wahrheit gesagt? Okay, wie heißt du? Wie ist dein Name? Mein Name? Ach ja, mein Name ist Wulf! Ich bin Wulf das Indivier. Klingt zwar absolut nicht heroisch, aber egal. Ja, aus. Danke. Dein Name ist Wolf. Passt. Du heißt Wolf? Okay. Dann hättest du eigentlich ein Magnaien werden sollen oder so, aber tja, Pech für dich. Nun, zumindest scheinst du kein bösartiges Pokémon zu sein. Tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Weißt du, neuerdings gibt es immer mehr bösartige Pokémon. Viele Pokémon sind in letzter Zeit aggressiv geworden. Ich glaube, da draußen fährt was durch die Gegend. Man kann sich nicht mehr sicher fühlen. Apropos. Aua! Ja, das tut mir aber leid. Oh, dieses. Keine Ahnung, wie dieses Symbol da oben heißt jetzt bei Vulpix. Ich vergesse es immer wieder. Hey, warum hast du das gemacht? Kommst du nicht selbst drauf? Wir wollen Ärger machen und du hast wohl nicht den Mut dazu, dich zu wehren. Jetzt gibt's Ärger und es kommt noch härter. Ich bin Jesse und James der Smogon. Wäre es ein Rattan und ein Smogon, dann würde ich es eh glauben. Was? Das gehört dir, oder? Oh, das ist. Sorry, der Zwerg, aber das nehmen wir. Ja! Willst du es dir nicht zurückholen? Was ist los? Hast du da Angst? Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Angsthase bist. Vulpix beherrscht ja nicht die Fähigkeit Angsthase, wenn ich mich nicht irre. Komm schon, wir an ab. Bis irgendwann, du Memme. Hehehe. Ja, haut ab. Was auch immer ihr da gerade geklaut habt. Oh. Was soll ich nur tun? Das war mein Schatz. Er bedeutet mir alles. Ihn zu verlieren. Hast du gerade geheult? Ach, ich hätte das Bild länger lassen sollen, egal. Nein, keine Zeit zu grübeln. Ich muss sie zurückholen. Könntest du mir vielleicht helfen? Du weißt schon, das sind zwei Gift-Pokémon und ich bin Pflanzen-Pokémon. Nebenbei bin ich der schwächste Starter, den es gibt. Und du bist ein krass geiles Vulpix, was einfach alles über den Haufen mäht. Also, wären die Rollenverteilung anders, würde es passen, aber so. Ach komm, ich helfe dir, ja. Wirklich? Du hilfst mir wirklich? Danke, wir können uns jetzt sofort darum kümmern. Ich würde jetzt eigentlich gern speichern, weil der Part. Ja, kann man denn überhaupt speichern? Begib dich zur Treppe, greif Gegner durch Drücken von A an. Gegner agieren nicht, bevor du nicht agierst. Okay. Start. So, also kann ich die Richtung ändern, oder wie? Menü öffnen, X.
Ein Abenteuer wird bis zu diesem Punkt gespeichert und das Spiel beendet. Einverstanden? Ja, weil dann würde ich sagen, das war der erste Part von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel, wenn ich mich jetzt erinnere. Ich werde noch testen. Also ich werde den Part jetzt beenden und den Emulator schließen und dann gleich wieder aufmachen, um zu schauen, ob es gespeichert hat oder nicht. Denn wenn nicht, habe ich ein kleines Problemchen. Wenn doch, dann könnt ihr euch eventuell auf ein zukünftiges neues Projekt freuen. Also, das war Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!